Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pet Clinic. Ich habe im Off ein bisschen weitergespielt. Ihr seht es ja, aber Gold und Sternchen gefarmt. Muss jetzt noch 3 Sterne sammeln, das heißt eine weitere Behandlung würde ausreichen. Und ich muss die Apotheke ausbauen. Das Ausbauen der Apotheke können wir natürlich jetzt heute nicht mehr abschließen, aber ich werde es in Auftrag geben. Ah nee, das können wir erst am Ende des Tages tun. Gut, dann werden wir das machen. Jetzt machen wir erstmal auf und kümmern uns hier um die nächsten Patienten. So. Wie gesagt, ich habe ein bisschen weiter gespielt. So viel ist jetzt nicht passiert. Ich glaube, 3 oder 4 Tage habe ich gespielt. Oh, hallo. So, oh, da kam ein Kotz-Smiley. Dem scheint es nicht gut zu gehen. Oder dir, oder ihr. Dem oder ihr, keine Ahnung, wer das ist. Ja, fein. Ja, fein. Ja, prima. Ja, prima. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf die Tierkarte geguckt. Oh Gott. Alles gut. Haben wir dich von Wettkorb irgendwie irritiert oder was? Doch, alles gut. Wie gesagt, ich habe ja jetzt nicht auf die Tierkarte geguckt. Ich habe es schlicht und einfach vergessen. Mea culpa. So, perfekt. So, übrigens muss ich mich für meine Haare entschuldigen. Die sind heute, ich sehe so struppelig aus. Aber ich hatte heute keine Lust, die Haare zu föhnen. Ich bin auch null zurechtgemacht. Ich bin nicht geschminkt. Nix. Heute ist so ein absoluter Schloddertag hier bei mir. Schlodder- und Schludertag. Montag, Montag, ja. So ein bisschen so ein typischer Montag. Gut, das stimmt. Wobei, so ein typischer Montag, wenn ich jetzt wirklich... Müsste ich jetzt aus dem Haus zum Arbeiten, dann hätte ich mich schon auch zurecht gemacht. So. Alles wieder gut. Lucy ist wieder entspannt, Ida. Alles in Ordnung. Du kannst die Lucy wieder mit nach Hause nehmen. Braucht keine großartige Behandlung. Alles spitze. Ist eine feine kleine Maus. Ja. Siehst du, du kannst Tierärzten vertrauen. Ist alles gut. Ist alles gut. Du musst überhaupt gar keinen Kopf machen. Oh, was haben wir denn da für ein Hübschi? Ist das ein Boxer? Guck mal, vorne das Maul. Oh, das ist ja schön. Oh, der schön. Ja, hallo. Oh, ist der süß. Ja, Scotty. Ach, das ist aber auch ein mega cooler Name für einen Boxer, oder? Auf einen Ast getreten, an der Pfote verletzt. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, Scotty. Scotty, beam me up. Da bleibst du jetzt mal stehen. Ist aber ziemlich flott auf den Pfoten dafür, dass er sich wahrscheinlich verletzt hat. Also echt hier. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal als erstes die Pfote an, wenn er auf den Ast getreten ist. Okay. Da auch nichts gefunden. Da ist die Verletzung. Ich war ein kleines bisschen zu langsam, aber das macht nichts. Wir haben es immer noch gut geschafft. So, jetzt wird das einmal sauber gemacht. Ups. 2-mal versaut, hier 3-mal versaut. Tut mir leid, Scotty. So, da kommt jetzt Salbe drauf, damit das gut verheilt. Ist ein bisschen zu viel, doppelt hält besser. Und nochmal zu viel. So, guck mal, jetzt kriegst du hier dein Pflaster drüber, alles gut. Und dann ist das ganz schnell wieder in Ordnung. Sollst du mal sehen, dann kannst du wieder toben. Ja, gut. Die Behandlung war jetzt nicht ganz so gut. Am hinteren linken Bein, genau. Die Wunde am hinteren linken Bein. Guck mal, wie agil der Scotty schon wieder ist. Hat er klasse gemacht. Das ist ein ganz super tapferer Hund, Luisa.
guck mal, ist der nicht süß? Der ist ja wohl mal mega niedlich. Oh. So, puff, damit ist der Tag schon wieder rum. Können unsere Geschenke öffnen. Was haben wir bekommen? 20 Münzen Bonuszahlung und ein Bild. Oh, verliebte Hunde. Oh, Dalmatina. Das sind bestimmt Pongo und Perdi. So, hier gucke mal. Einrichtung, aufwerten. Wunderbar. Wusstest du, dass du Kosten beim Wurm- und Flohmittel sparen kannst, sagt Opa Henry. Du kannst stattdessen einfach Knoblauch verwenden. Das hilft dann auch gegen Zecken. Opa, ich weiß nicht. Die mögen den Geschmack von Knoblauch nicht. Opa, Knoblauch ist giftig für Tiere. Das kann zu Anämie führen. Dr. Henry, wir benutzen ein sehr gutes biologisches Mittel gegen Flöhe, Zecken und Würmer. Wenn das so ist, dann gehe ich die Pflanzen gießen. Um die kümmert sich ja sonst niemand. Oh, ja, das stimmt. Knoblauch ist nicht so gut. So, Klinikstufe 12. Nice. Dann können wir doch den heutigen Tag hier... Wie viele Tierarten haben wir eigentlich mittlerweile gehabt? Ich will mal hier kurz an mein schwarzes... Hier an meine Galerie gucken. Uns fehlen noch 3 Tierarten. Ansonsten haben wir mittlerweile alle gehabt, die es gibt. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich bin vor allen Dingen auch nach wie vor total gespannt auf das... Ich hätte noch was verbessern können. Naja, macht nichts. Ich bin vor allen Dingen auch wirklich sehr, sehr gespannt auf die, auf den OP-Raum. So. Die Apotheke ist verbessert. Was sind unsere nächsten Aufgaben? 12 Sterne sammeln. Das heißt, wir müssen insgesamt 4 Patienten verarzten. Das kriegen wir an 2 Tagen hin. Behandle Fame, behandle Kitty, behandle Dwayne. Apothekenprofi. Aber guck mal, der hat sich überhaupt nicht um die Blumen gekümmert. Was erzählt denn Opa Henry da? Guck mal da, wir haben überhaupt keinen Bonus da oben. Ich glaub's ja nicht. Der sagt hier, der kümmert sich um die Blumen. Ich vertraue darauf, dass Opa sich um die Pflanzen kümmert hier. Und der tut einfach nichts. Also ich meine, ist ja kein Problem, wenn er es nicht machen will. Aber dann soll er nicht sagen, er macht's und er macht es nicht. Also ich bin ja schon da ein bisschen... Ein bisschen negativ überrascht, muss ich hier ganz, ganz klar und deutlich an der Stelle mal sagen. Das geht ja so nicht, Opa. Oh, guck mal, da kommt ein Schäferhund. Ja, wer bist denn du? Wer bist denn du? Ein VIP. Stand da oben drüber. Das heißt, das ist jetzt unser erster... Oh, da haben wir einiges zu tun. Wir wissen du, das ist Fame. Seit circa einer Woche hat unser Schatz schon eine Erkältung, aber jetzt kam noch erhöhte Temperatur dazu. Scheinbar will es auch nicht mehr, will auch nicht mehr fressen. Ungünstig, das gucken wir uns doch mal an. Obala. Keine Ahnung, was da gerade so geleckt hat. Also, ja, wir gucken uns das Bein bei erhöhter Temperatur an. Das halte ich für durchaus sehr, sehr sinnvoll. So, da haben wir nichts gefunden. Das hätte mich jetzt auch gewundert bei erhöhter Temperatur. So, beim Abhören schon eher. Die ist schon mal nicht so, wie sie sein sollte. Und die auch nicht. So, jetzt wird abgetastet. Zack. Einmal den Handschuh überziehen hier. Gelb, pink, gelb. Gelb, blau, blau. So. Und jetzt wird die Behandlung gestartet hier. Wir brauchen Kräuter. Ich frage mich jetzt halt nur, was die verbesserte Apotheke mir eigentlich genau bringt. Wir brauchen Vitamine. Und wir brauchen Pillen. So, das müssen wir auch heute nochmal mit Futter verabreichen. Das heißt, jetzt einmal zerkleinern. Hallo?
Oh Gott, das hat Fame jetzt richtig mad gemacht. Und dann auch noch ein VIP-Gast und ich verkacke hier so. Mal gucken, ob wir wieder ein bisschen was retten können hier. Ich finde, das sieht immer noch aus wie so eine Durianfrucht. Ich hoffe, dass Fame trotzdem hier zufrieden ist und sich wohlfühlt, dass sich das rumspricht bei so einem VIP-Hund. So. Oha. Dein Haus hat eine starke Erkältung. Es braucht viel Ruhe und darf auf keinen Fall mit anderen spielen. Du bist ein feiner kleiner Hund. Du wirst bald wieder gesund, Fame. Alles gut. Alles gut. Sieht aber auch irgendwie so ein bisschen müde aus, ne? Wenn man sich die Augen mal so anguckt. Finde ich schon. Oje, oje. Gut, ihr Lieben, ich würde mich jetzt aber für heute von euch verabschieden. Sonntag kommt dann die nächste Folge von Pet Klinik. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei sein würdet. Also von daher, unbedingt wieder einschalten. Dann geht's weiter mit den nächsten VIP-Gästen. Ich würde mich freuen, macht's gut und bis dahin. Tschüss!